Lege dich auf deine Yogamatte für die Anfangsentspannung. Schließe sanft deine Augen. Du kannst die Beine gerne mehr als Hüftbreit auseinandergeben. Mit der Einatmung hebt sich dein Bauch, mit der Ausatmung senkt er sich wieder. Mit jedem Ausatmen entspanne noch mehr, entspanne deinen ganzen Körper. Betrete deinen heiligen Tempel in dir. Der Tempel der Stille, der Andacht. Du kannst dir vorstellen, dass du diesen Raum immer weiter werden lässt mit deinem Bewusstsein. Strahle aus diesem Raum hinaus in die Welt. Nur Licht, nur Liebe, grenzenlos. Berühre so die Wirklichkeit. Wir tauchen ein Moment in Stille, Stille. Vertiefe wieder deinen Atem. Fange an, dich zu bewegen mit Händen, mit Füßen. Strecke dich, recke dich, mach die Bewegungen, Geräusche, die dir gut tun. Und komme dann langsam nach oben zum Sitzen. Ja, dann rezitieren wir Om und ein Einstimmungsmantra. Om Shri Durga Yei Namaha, laden Durga ein für Transformation und
eine gute Kundalini-Erweckung. Om. 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 Om Shri Durgayei Namaha. Om Shri Durgayei Namaha. Om Shri Durgayei Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Aho. Ja, schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Satya Devi. Maria, macht vor, macht mit. Und ja, wir beginnen gleich mit Kapalabhati. Wir wollen heute auch in dieser Stunde den Fokus auch auf unsere Kundalini legen. Ja, immer wieder mache ich auf die Kundalini aufmerksam. Und ja, jetzt auch bei Kapalabhati wollen wir auch Kontakt aufnehmen zum Muladhara Chakra und ja, sie auch ein bisschen ja, zum Vibrieren bringen, sodass wir immer mehr in unser Potenzial kommen mit unserer Kraft, mit unserer Shakti. Ja, du kannst jetzt die Augen schließen, die Arme auf deinen Oberschenkel legen, gerne auch in Shin Mudra. Atme jetzt erstmal wieder bewusst in deinen Bauch hinein, komme ganz jetzt bei deiner Bauchatmung an. Und atme jetzt tief und vollständig ein, tief und vollständig ausatmen, bequem einatmen und beginne. Aus, ein, 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 aus, sein, aus 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 ein, ausatmen vollständig. Wenn der nächste Einatemimpuls kommt, atme tief und vollständig ein. Tief und vollständig ausatmen, Lungen ganz leeren, mach dich ganz leer und aus der Leere heraus atmest du bequem ein. Atem anhalten, Konzentration, Muladhara Chakra. Stell dir dort ein strahlendes Licht vor. Und vielleicht in diesem Licht eine Schlange oder vielleicht ist das Licht die Schlange selber. Kundalini ist eine strahlende Kraft, ruht vielleicht noch bei dir im Muladhara Chakra und wartet darauf, geweckt zu werden. Halte den Atem nur so lange an wie angenehm, atme dann normal weiter. Halte aber deine Konzentration im Muladhara Chakra. Stell dir vor, die Energie breitet sich im Muladhara Chakra, im Becken weiter aus. Du kannst auch mit deiner Kundalini sprechen, Kontakt aufnehmen. Bitte sie in der nächsten Runde
noch weiter aufzusteigen. Atme tief und vollständig ein, tief und vollständig ausatmen, bequem einatmen und beginne aus ein, 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 aus sein, 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 aus, 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 atmen. Genieße diesen Stillstand, die Stille. Aus der Stille heraus atmest du dann tief und vollständig wieder ein. Und ausatmen vollständig. Bequem danach einatmen. Atem anhalten. Konzentration. Muladhara Chakra, deine Shakti-Kraft strebt nach oben. Stell dir vor, Energie strömt durch deine Wirbelsäule in deinem Tempo hoch hinauf. Möchte sich mit Shiva vereinen im Sahasrara Chakra. Bitte um die Öffnung des Sahasrara Chakras ins All-Eins-Bewusstsein. Du kannst auch schon nochmal weiter atmen, bleibe noch in Meditation. Bleibe in tiefer Andacht. Alles ist eins.
Wenn du möchtest, bleibe so sitzen oder bewege dich nochmal, bevor du zur Wechselatmung kommst. Linke Hand kannst du ein Shin-Mudra geben, rechte ins Vishnu-Mudra, Zeigefinger, Mittelfinger der rechten Hand sind gebeugt. Kannst auch schon deine Hand Richtung Kopf führen, atmest aber nochmal durch beide Nasenlöcher tief ein, durch beide Nasenlöcher tief ausatmen, rechtes Nasenloch verschließen, links zügig einatmen, Atem anhalten. Gesichtsmuskeln sind entspannt, Schultern locker, leicht nach hinten. Rechts ausatmen, langsam strömend. Rechts einatmen, zügig. Atem anhalten. Konzentration, drittes Auge, Aktivierung der Zirbeldrüse, Energiestrahl geht von der Mitte des Kopfes durchs dritte Auge, links ausatmen, langsam strömend, links einatmen, zügig, Atem anhalten. Werde immer weiter im dritten Auge. Immer weiter und weiter. Lasse auch dort ganz los. Vertraue, was im Moment geschieht. Rechts ausatmen, langsam strömend. Rechts einatmen, zügig. Atem anhalten. Links ausatmen, langsam strömend. Links zügig einatmen, Atem anhalten. Tiefste Stille. Rechts ausatmen, langsam strömend. Rechts zügig einatmen. Atem anhalten. Links ausatmen, langsam strömend. Links einatmen zur letzten Runde. Atem anhalten. Rechts ausatmen. Rechts einatmen, zügig. Atem anhalten. Links ausatmen. Du kannst den Arm dann absenken, noch einen Moment in Meditation sitzen bleiben. Im Loslassen von allem, im Gewahrsein, im Einssein.
Ja, du kannst die Augen langsam öffnen, dich auf Bewegung einstellen. Als nächstes kommst du zum Sonnengruß. Ja, komme ganz an im Stehen, kannst du einen Moment mal die Augen schließen. Spüre den Untergrund unter deinen Füßen, spüre deine Erdung, deine Verwurzelung. Du kannst dir auch vorstellen, wie Wurzeln oder Lichtstrahlen von deinen Füßen ausgehen in Mutter Erde und wie du über diese Lichtstrahlenwurzeln auch Licht in dir aufnimmst von Mutter Erde. Und so kannst du dich auch ganz eins mit ihr fühlen. Auch du bist ein Teil von Mutter Erde. Gib die Hände in Namaste vor deinem Herzen. Einatmend, gib sie hoch, ausatmend, hinunter zur Yogamatte, einatmen, rechten Fuß weit nach hinten, Atem anhalten, den anderen Fuß nach hinten geben, ausatmen, Knie, Brust und Stirn zu Boden geben, einatmen, Kobra, ausatmen, Hund, einatmen, rechts vor, ausatmen, links vor, einatmen, Arme heben, ausatmen, Arme senken, einatmen, ausatmen, Namaste, einatmen, Arme heben, ausatmen, Arme senken, einatmen, linkes Bein zurück, Atem anhalten, das rechte zurück, ausatmen, Knie, Brust und Stirn zu Boden geben, einatmen, Kobra, ausatmen, Hund, einatmen, links vor, ausatmen, rechts vor, einatmen, Arme heben, ausatmen, lächeln. Ja, mach jetzt in deinem eigenen Rhythmus weiter. Kannst auch gerne noch schneller werden oder wieder langsamer werden. Ja, ich werde dich dabei mit ein paar Klängen begleiten. Ja, und wenn ich dann langsamer spiele, kannst du auch noch langsamer werden mit deinen Asanas. Und wenn ich aufhöre zu spielen, kannst du mit der linken Seite abschließen und einfach noch ein bisschen stehen bleiben.
Leg dich auf deine Yogamatte. Mit jeder Ausatmung entspanne noch mehr. Beuge deine Knie, stelle deine Füße auf, gib die Hände hinter deinen Kopf und mit der nächsten Einatmung kommst du mit deinem Kopf, mit deinem Rumpf nach oben und ziehst deine Knie Richtung Stirn, mach dich klein, spann die Bauchmuskeln schön dabei an. Du kannst jetzt mal zu deinen Füßen fassen und mal deine Beine nach links und rechts auseinander mal geben. Genau, schöne Dehnung in der Hüfte, Beine ausgestreckt lassen. Ja, dann die Beine wieder anheben, gerade nach oben, den Rumpf absenken, den Rücken und ganz langsam in Zeitlupe mit gestreckten Beinen nach unten kommen. So 2, 3 tiefe Atemzüge, lass dir dabei Zeit. Und irgendwann kommen die Beine wieder auf der Yogamatte an. Beuge dann wieder deine Knie, umfasse deine Beine, diesmal schaukel vor und zurück, komme zum Sitzen und anschließend in die Stellung des Kindes. Du kannst die Arme nach vorne schon geben und du kannst mal deine Hüfte öffnen, deine Knie nach außen geben, ja, wie so ein Frosch. Die Knie richtig nach außen geben, öffnen die Hüfte. Noch viel mehr, öffne richtig, so weit wie es geht, deine, genau, wie so Froschschenkel. Und dann lass dich einfach fallen und schau mal in dieser Position, wo du eine Dehnung spürst. Und schön weiter atmen in den Bauch. In dieser Position öffnest du auch dein Muladhara Chakra gut, lädst auch dort Energien ein. Ja, möge diese Energie weiter strömen durch die ganze Wirbelsäule. Ja, möge sich die Energie auch im ganzen Körper verteilen. Du kannst den Ellbogenabstand abmessen, den Kopfstand aufbauen. Wenn du nicht in den Kopfstand kommen möchtest, kannst du aber trotzdem den Ellbogenabstand abmessen, deinen Kopf hineingeben in deine Handschale, mit den Füßen nach vorne trippeln, also die Beine ausstrecken und dann bleibst du einfach stehen, kurz vorm Abheben. Wer aber in den Kopfstand kommen möchte, kann dann behutsam die Füße nacheinander abheben und dann langsam die Beine nach oben bewegen, tief in den Bauch atmen. Schau, dass du ja gut Kraft aufbaust in den Armen. Und wenn du sicher im Kopfstand stehst, kannst du auch hier die Beine öffnen, nach links und rechts gleichzeitig. Und stell dir vor, Energie strömt durch deine Beine
und durch dein Muladhara Chakra. Dein Muladhara Chakra öffnet sich, Energie strömt durch deine ganze Wirbelsäule. Bis in deinen Kopf. Und Energie verteilt sich jetzt auch hier in deinem ganzen Körper. Bleib nur so lange wie angenehm in der Position und komme dann von selber aus der Stellung hinaus. Komm so langsam wieder in die Stellung des Kindes. Bauchatmung, Rückzug nach innen. Ganz langsam, Wirbel für Wirbel, kommst du jetzt nach oben. Als letztes hebst du deinen Kopf an. Bleibst einen Moment im Fersensitz. Spürst nochmal bewusst deine Wirbelsäule, die Aufrichtung. Spüre in deine energetische Wirbelsäule. Lege dich jetzt auf den Rücken. Kannst auch schauen, dass du ein bisschen weiter nach unten rutschst für den späteren Flug. Kannst jetzt aber schon dich hoch bewegen in den Schulterstand mit Schwung. Hebe deine Beine, deinen Rücken nach oben. Unterstütze deinen unteren Rücken mit deinen Händen. Ellenbogen noch näher zusammenbringen hinter deinem Rücken, tief in den Bauch atmen. Konzentriere dich jetzt auf deinen Kehlkopfchakra. Wir wollen besonders jetzt in dieser Asana das Kehlkopfchakra öffnen. Stell dir vor, ein Licht strahlt aus deinem Kehlkopfchakra, Vishuddha Chakra. Vishuddha Chakra ist auch das Tor in die Freiheit. Wenn dieses Chakra offen ist, strömt Energie zum dritten Auge, zur Intuition, zum Wissen, zur Weisheit. Thank you.
der nächsten Ausatmung senke dein rechtes Bein nach hinten. Einatmend wieder heben, ausatmen, anderes Bein senken, einatmend wieder heben, ausatmen, beide Beine nach hinten geben, versuche mit den Füßen zu Boden zu kommen. Falls du nicht mit den Füßen zu Boden kommst, kannst du auch die Knie Richtung Stirn führen, die Knie etwas beugen und in dieser Position bleiben. Richte dich gut ein, kannst auch hinter deinem Rücken die Hände zusammenführen, dich noch mehr in die Asana hineinbewegen, tief atmen. Bleibe in dieser Position. Spüre deinen Energiekörper in dieser Asana. Was macht die Asana mit dir? Oder lasse einfach los, lasse diese Haltung auf dich wirken, diese Körpermudra. Rolle ganz langsam ab, mach deinen Rücken rund und Wirbel für Wirbel kommst du nach unten. Deine Hände können mit abbremsen, ganz langsam in Zeitlupe und dann kannst du deine Füße aufstellen auf den Boden und nochmal mit deinem Gesäß hochkommen in eine Schulterbrücke oder wer eine Herausforderung haben möchte, kann auch die Hände neben die Ohren geben und ja, in das Rad kommen, sich hochdrücken mit Armkraft. Schau, ob du heute eine Herausforderung haben möchtest oder komme einfach in die Schulterbrücke, hebe dein Gesäß an. Tief atmen, tief atmen. Ja, und versuch dann ganz langsam deinen Rücken abzusenken, deinen Körper in Zeitlupe, bis du wieder ganz unten bist mit deinem Rücken, kannst die Beine ausstrecken und dir eine kleine Pause gönnen. Und in dieser Pause schau, dass du wirklich alles wieder locker lässt. Falls du irgendwo eine Anspannung noch spürst, atme dort hinein und atme besonders aus in dieser Körperregion. Lasse mit jeder Ausatmung dort noch mehr los. Beuge deine Knie, umfasse deine Beine, schaukel vor und zurück, komme zum Sitzen, komme in den Fersensitz. Ja, wir machen eine Variation vom Fisch, beziehungsweise eigentlich ist es das Kamel. Komm mal mit den Beinen nach oben, mit den Oberschenkeln, dann kannst du die Knie etwas auseinandergeben, auch die Füße ein bisschen auseinandergeben. Dann mit der nächsten Einatmung heb deine Arme und ausatmend kommst du nacheinander ja, mit der rechten Handfläche auf die Fußfläche, auf die rechte und mit der linken Hand auf die linke Fußfläche.
Und Kopf kannst du zurückgeben oder vorne lassen, so wie es für dich angenehm ist. Versuche, 3 Atemzüge zu halten. Ja, wirst ganz weit im Brustkorb. Und dann kommst du langsam wieder hoch und in den Langsitz. Ja, wir üben heute, wer möchte, die Vorwärtsbeuge mit Beinen mal weit auseinander. Ganz mal schön weit die Beine gestreckt auseinander geben. Und mit der nächsten Einatmung hebst du die Arme und du kannst jetzt erstmal ausatmen, zum rechten Fuß kommen. Bleibe einen Moment so, atme in deinen Bauch. Und einatmend heben die Arme, ausatmend zur anderen Seite, zum anderen Fuß kommen, und wieder dort bleiben, weiter atmen. Und einatmen, Arme heben und ausatmen, jetzt nochmal zu beiden Füßen gleichzeitig kommen oder vor die Füße, dort wo du ankommst. So einen Moment bleiben. Loslassen, die Stellung des Loslassens und der Hingabe, einfach hingeben, dem Moment hingeben. Und einatmen, Arme heben, ausatmen, Arme senken hinter dir. Die Beine mal zusammenführen und komm nochmal in die schiefe Ebene. Hochkommen mit Gesäß. Ja, so 2, 3 tiefe Atemzüge halten. Und dann ganz langsam runterkommen und in die Bauchentspannungslage, wobei wir gar nicht so lange entspannen. Geht gleich weiter in die Kobra. Du kannst die Hände unter deine Schultern geben. So, und jetzt machen wir nochmal was Schönes für die Kundalini auch. Wenn ihr die Kobra gleich nicht so lange halten könnt, könnt ihr übergehen in die Sphinx und die Unterarme aufsetzen, sodass die Ellenbogen unter den Schultern sind. Aber komm erstmal in die Kobra und dann gehst du über in die Sphinx irgendwann. Einatmen, kommst jetzt hoch, hebst auch dein Kinn nach oben. Schultern nach hinten, werde schön weit im Brustkorb, kannst die Augen schließen und dich wieder auf die Wirbelsäule konzentrieren, Muladhara Chakra. Energie strömt durch die ganze Wirbelsäule und jetzt wollen wir die Kundalini ins dritte Auge führen, Visionen, Weitschau. Ein paar Kundalini-Gesänge machen, um die Kundalini noch weiter anzusprechen. Gerne kannst du dich weiter öffnen, geschehen lassen. Yeah.
falls du noch nicht unten bist, komme wieder in die Bauchentspannungslage. Entspanne einen Moment. Du kannst jetzt mal die Knie beugen und mit deinen Händen die Fußgelenke umfassen. Mit der Einatmung kommst du in den Bogen. Drei tiefe Atemzüge halten. Kopf schön nach oben. Vishuddha Chakra öffnet sich schön. Energie kann gut in den Kopf strömen und darüber hinaus. Und ausatmen, runterkommen in die Stellung des Kindes. Und komme ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Die Hände in deinen Hinterkopf nach rechts drehen. Bleibe rechts stehen. Dein Kopf dreht mit nach rechts. Augen sanft geschlossen. Bauchatmung. Und beweg dich jetzt sanft zur anderen Seite. Und wieder in die Mitte. Eine Seitwärtsbewegung in die eine Richtung. Und in die andere. Wieder in die Mitte, die Arme mal ausschütteln, Kopf mal bewegen, ein bisschen hin und her. Ja, und dann legst du dich hin in die Endentspannung. Ja, die Beine kannst du mehr ziftbreit wieder auseinandergeben. Die Augen sind sanft geschlossen, Handflächen zeigen nach oben. Du kannst jetzt mal alles anspannen, deinen ganzen Körper, die Arme abheben, die Beine abheben, mach ein Zitronengesicht, alles anspannen, mal den ganzen Körper anspannen, 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 anspannen und locker lassen. Wiederhole im Geiste dreimal, mein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. Stell dir vor, du gehst über eine wunderschöne Sommerwiese. Schmetterlinge flattern durch die Lüfte, strahlend blauer Himmel. Und du gehst über diese Wiese. Und in der Ferne siehst du auf der Wiese einen wunderschönen Regenbogen.
kommst immer näher und näher und er bleibt da, wo er ist. Du kommst näher und näher. Du fühlst dich eingeladen, ja, durch dieses wunderschöne Regenbogentor zu gehen. Du gehst ganz gespannt durch dieses Regenbogentor. Fühlst dich ganz glücklich und beseelt und kommst auf die andere Seite und schau, was auf dieser anderen Seite auf dich wartet. Vertraue dem, was jetzt kommt, was du erblickst, und gehe mit diesen Bildern in tiefe Stille. Stille. Ich bin durchflutet von Ruhe und Gelassenheit. Mein Geist ist offen und klar. Vertiefe wieder deinen Atem, führe Bewegungen aus mit Händen und Füßen, lasse die Bewegungen immer größer werden, recke und strecke dich, mach die Bewegungen, Geräusche, die dir gut tun. Und komme dann zum Sitzen. Oh.
Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityomamritam Gamaya Om Shanti 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 Om Frieden 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 Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai Aho. Ja, danke schön fürs schöne Mitmachen. Danke an Maria fürs Mitmachen. Auch an Sönke am Sound. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Om Shanti.